Hi, ihr Lieben. Mama. Bin ja hier. Mama. Wasser. Wasser? Holt die Mama noch Wasser? Ach, du bist ja schon ganz geschwitzt, ey. Die lässt die da einfach in der Hitze stehen. Mama, Wasser. Also, wir gehen jetzt natürlich mal wieder arbeiten nach so einem richtig gemütlichen, langen Wochenende. Ein gammelndes Familienwochenende hatten wir. Es war echt schön. Aber dann ist immer so schwer wieder hochzukommen, ne? Also für mich. Aber wir haben heute nur eine kleine Wohnung. Das machen wir ratzfatz nur. Das Dumme ist natürlich, ne? Immer wenn der Willi frei hat, muss ich dann arbeiten. Das ist echt bescheuert. Oh Scheiße, ey, guck mal. Die haben es jetzt nach 8 Jahren auch mal langsam hinter sich. Scheiße. Muss ich mir neue besorgen oder was, ey? Ich meine, ein paar Chucks braucht man ja, ne? Aber ich hasse neue Chucks. So eklig. Hey, danke sehr. Lass dein Kind hier in der glühenden Hitze stehen. Ah, hat sie schon gesagt, Wasser. Hast du ihr gesagt, du holst ja Wasser? Ja, wir gehen jetzt also erstmal putzen. Es ist heiß. Wie auch immer, geilstes Wetter, ne? Geilstes Wetter, wenn wir arbeiten gehen, ne? Top. Ich bin noch völlig, ich bin hier quasi im Schlafanzug. Ich habe mich gar nicht angezogen, weil dann putze ich jetzt. Und dann nach dem Putzen habe ich mir hier was Frisches mitgenommen. Dann dusche ich da schnell und ziehe mir dann was Frisches an. Ne? Hier wollt ihr mal, guck mal hier, so ein behindertes Ding hier. Das muss ich euch mal zeigen hier. Guck mal. Guck mal hier das Auto an. Das gehört Ossis Vater. Und das steht jetzt hier auf unserem Parkplatz. Wir haben jetzt hier sowas. Ne? Wir sind ja so Leute eigentlich. So welche sind wir? Jetzt haben wir hier sowas auf unserem Parkplatz stehen. Und das muss man alle paar Tage anmachen. Wegen irgendwas, weiß ich auch nicht. Wegen dem Motor oder so ein Quatsch. Ja? Der Typ ist gerade unpässlich. Er kann sich da gerade nicht drum kümmern. So. Und das hat eine Schaltung. Ne? Das kann ja keiner fahren hier. So. Dann stand es da hinten auf der Straße, hat das stehen lassen. Ne, da kann das nicht stehen, weil da es ist schon abgelaufen, ne? Die Dings hier, wie heißt das denn? Registration ist abgelaufen. So. Und musste ich mit diesem Auto. Okay, sage ich, klar, ich kann doch mit einer Schaltung fahren. Logisch kann ich das. So, ich setze mich da rein. So, so kleine Fenster, alles so klein, so eng. Dann mache ich das an, dann macht das so. Danke, hast du den Schlüssel dabei vom Auto? Dann könnten wir es nochmal jetzt anmachen. Aber nee, machen wir nachher, ne? Wir müssen es ja nochmal anmachen. Tschüss, mein Süßer. Take care. Have fun. Enjoy. Ja, ja, wir schaffen das. Auf jeden Fall vom Stau. Die Lena muss halt nochmal zum Walmart, Willi, ne? Also don't be worried or anything, ne? Mein Schatz, wir haben gar keine frische Wäsche dabei, ich kranke Sau. Ich mache noch mal kurz Pause. Warte mal. So, weiter geht's. Also, habe ich noch da hinten den Sack mit Wäsche geholt. Ne? Es macht ja keinen Sinn, wenn ich die frische Wäsche nicht mitbringe. Ne? So, mach's gut, Uschi Baby. Bye bye. Uschi, 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 Muschi. Hallo. Käse ignoriert. So. Achtung, Achtung. So, das wollte ich jetzt hier noch erzählen, gell, mit dem Auto. Also, ne, ich setze mich da rein, dann diese klitzekleinen, alles so klein, ne, dann mache ich an, dass so laut die ganze Nachbarschaft wackelt. Ganz schlimm. Das hat so viel Power. Dann bin ich so, ne, dann muss ich ja immer Kupplung kommen lassen und so. Ich bin das ja gar nicht mehr gewöhnt. Ich fahre jetzt immer nur, hi! I have some avocado
ist geil. Avocados von Maui, da freue ich mich. Ja, dich auch. Ja, der ist ja so goldig, der Robert. Der ist auch Robert, lustig. Nee, nee. Der heißt Charles Robert. Und Robert. Charles und Robert, das ist unser schwules Pecken von der Ecke. Mit einer blonden Jungfrau. Ja, ja, das ist irgendeine. Seine Frau? Na, er ist schwul. Ja, aber was ist das denn? Irgendwas hat vergessen, der Daddy weiß es. Die Haare so. Die war zu Besuch, das war irgendeine Schwester oder irgend sowas. Ja? Ja, weil er hat so geguckt. So. So, kam sich geil vor. Ja, mit dem geilen Auto auch, ne? Kleine Ding da, ne? Dieser Beetle, ja. Yes. Nee, da fragen Daddy nochmal, der weiß, was das ist. Also es ist ein Pärchen, der Robert und der Charles. Also das ist mir egal. Das ist ja wohl offensichtlich. Okay. Guck, da ist sie, Daddy. Ach, die ist ja gar nicht jung, sorry. Ich dachte, die wäre so ja, die ist 20er. Verknittert, das ist irgendeine Cousine. Ich dachte, die wären ihren 20er. Ja, krass. Siehst du mal, ne? So blond. Krass! Blond macht jung. Ich bei mir denken auch die Leute manchmal jung. Offene Haare ja. Gesehen. Wow. Also hier in Hawaii als Blonde hast du es echt gut, weil du bist so yeah. Egal wie du aussiehst, du bist wuh. Ja, ich kann schon so 40 sein für manche. Wasser. Okay. Ja, was ist Getränke? Wasser. Da ist das Wasser, ne? Der Ocean, da würden wir so gerne jetzt wieder reinhüpfen, ne? Aber ja, auf jeden Fall muss ich an dieses Auto so wupp, wupp, wupp. So habe ich das dann zu diesem Parkplatz gefahren. Weil immer, wenn ich Gas habe, war das so. So hat das gemacht. Ja. Und jetzt im Stehen machen wir es jetzt immer mal an. Und es ist so laut. Und es, also mir ist sowas unangenehm. Hast du nicht Lust, mir damit fahren beizubringen? Nee. Ich kann ja selber gar nicht damit fahren. Obwohl ich mit Stick fahren kann. Aber das ist einfach so eine Power dahinter. Also nee, mir ist das unangenehm. Das gefällt mir nicht. Ich bin dafür, dass er das verkauft, aber er hat es noch nicht abbezahlt. Ach, dann ist das schlecht mit dem Verkaufen, ne? Aber abbezahlen, wenn man auch gerade nicht so viel Kohle hat, ist halt auch doof, ne? Das ist halt immer das, ne? Also wie viel hat er bezahlt? 45.000 und 13 schuldet er noch, ne? Mhm. Krass. Kann man denn 45.000? Ja, ja, jeden Monat. Ah ja, logisch. Ja, ich dachte, die Maler hat jetzt getan, das hat er gar nichts. Ja, nee, seit er halt nicht mehr in der Army ist. Den letzten Rest so, den hätte er ja auch noch. Ja, das hätte er bezahlt. Wenn er noch in der Army geblieben wäre, hätte er das ja auch weiter bezahlt. Aber ist ja, was erzähle ich euch hier überhaupt für Sachen? Das geht euch gar nichts an und überhaupt, ne? So anderer Leute Geschichten. Wir gehen jetzt arbeiten, wie immer. Und ja, am Wochenende waren wir schön auf dem Farmers Market. Da haben wir uns, kennt ihr Dragon Fruit? Heißt das Drachenfrucht in Deutschland? Heißt das wahrscheinlich, ne? Das ist, sieht so wunderschön aus und schmeckt nach gar nichts. Also das war sehr enttäuschend, ne? Ja, auf jeden Fall haben wir uns eine Dragon Fruit geholt und eine Maui Ananas. Die war auch geil, aber die war nur klein, die war dann echt schnell weg. Und was haben wir uns denn noch gegönnt? Ja. Noch so andere Dinger, da weiß ich nicht, habe ich den Namen vergessen. Die hat mir das gesagt auf dem Markt, wie die heißen. So ähnlich wie Mangostin sowas. Also das schmeckt gut, aber das nervt, weil das sind so Kerne, das zeige ich euch vielleicht nachher mal. Das sind so Kerne, du hast dann nur dieses bisschen Geschmack, was du von den Kernen ablutscht und mehr nicht. Und das reicht mir ja nicht. Ich will ja auch meinen Mund voll haben mit Essen. So, jetzt sind wir hier im Büro. Nochmal schnell Dings holen. Zewa. Klopapier. Spülmittel. Das andere haben wir noch alles hier, ne? Wir müssen uns ja immer die Sachen hier abholen im Büro, die müssen wir ja nicht bezahlen, die Reinigungsmittel sozusagen, ja? Ja. Das merkt man schon. Ansonsten, ja, weiß ich jetzt auch gar nicht, was ich erzählen soll, ne? Ich wollte halt einfach immer mehr Filme wieder machen, aber es fällt mir halt auch schwer, irgendwie immer hier beim Putzen immer dieselbe Kacke, ne? Das denke ich mir, so ist ja auch langweilig, ne? Ich habe auch jetzt gerade kein Thema so auf Lager, ne? Ich habe kein Thema.
können über den Hurricane Irma sprechen, aber da weiß ich ja nichts drüber. Ich meine, ich habe natürlich das sehr verfolgt, weil das ist ja immer hier so der Horror. Ne? Im Sommer sind ja auch durch diese warme und kalte Luft, die sich da vermischt und dann das Wasser ist warm und so, und dann bilden sich schon auch gerne mal Hurricanes über dem Pazifik. Aber dieses Jahr, muss ich sagen, hatten wir nur Glück. Ich bin nur dankbar. Es war noch nicht mal irgendwie so, dass irgendwie einer jetzt in die Richtung von Hawaii kam. Also da sind wir echt mega dankbar. Ich weiß auch nicht, ich weiß nicht. Ich weiß da nicht, wie man sich verhält. Also deswegen habe ich das jetzt auch mal so verfolgt. Ich fand es krass, ne? Alles so evakuiert, wenn ich mir da vorstelle, dann bist du dann auf dieser Halbinsel und nur in eine Richtung geht's und alles ist Stau, ne? Das, wow, also da weiß ich gar nicht, wie man sich da am besten verhält, ne? Da würde ich sagen, auf dem Mainland, also auf dem Festland Amerika, ich glaube, ich würde dann mich schon verpieseln. Also wenn die so ein Drama machen, obwohl ich natürlich weiß, dass die immer noch ein bisschen übertreiben, so, ne? Aber wenn sie schon so ein Drama, ich glaube, dann würde ich mich schon 5 Tage vorher lieber verpieseln und dann hast du deine Ruhe, ne? Weil im Stau stehen, das ist ja auch so ein Druck und so ein Stress überhaupt. Und dann stehst du noch im Stau dazu, das ist ja kaum auszuhalten, ne? Ich habe mir dann halt auch überlegt, das ist ja jetzt so, so insgesamt nicht so lebensgefährlich, ne? Ich glaube, so das Schlimmste ist so, dass die Leute ihr Hab und Gut verlieren und das ist ja auch schlimm, ist ja auch, also keine Frage, ich möchte auch nicht mein Haus verlieren. Für mich ist immer so, jetzt war ja auch, es war ein Erdbeben in Mexiko, da war aber hier kein Tsunami, keine Tsunami-Warnung. Das ist halt auch mal, wir müssen uns dann alle in dieses Auto reinquetschen, ne? Und die Hunde und die Katze, was mache ich da? Nehme ich die mit, ne? Und so, das sind immer so Sachen. Das ist alles nicht so einfach, ne? Wenn man jetzt 2 Autos hätte, wäre das alles schon ein bisschen einfacher. Aber hier mit so einer Kiste und dann müssten wir den Berg hoch, naja, dann würde ich glaube ich 2-mal fahren. Weil oben bei der Schule, wovon sie zur Schule geht, das ist immer der Platz, wo man dann hingehen soll, ne? Oh Gott, ist was passiert? Die war schon mal nicht da. Ja, okay, dann ist doch gut. Ist der Jeff da? War das der Jeff? Ach ja, der Jeff ist da. Oh Gott. Mama. Ja, süß. Sitzt da so mit seinen Füßen hoch, glotzt mich so an. Ja, yeah, I just want to pick up some cleaning spots. Er so, some what? Cleaning spots? Er so, okay. Ja, das ist dem doch egal. Was mach ich? Dann bin ich rausgegangen, war dann so die Francis, alle starren mich an, gucken mich an. Ich so, bye. Und sie so, bye. Und dann bin ich schon mal rausgegangen und der Jeff so, bye. Aber lieb oder ja, doch, ironisch. Aber so ironisch und gestört? Ja, der hat wahrscheinlich gedacht, how's that Sophie's aunt? How? Hat er bestimmt gedacht. Ja, aber er hat mich gaffend angeguckt. So, hör doch mal. Yes. So auf die Titten. Yes, so bye. Er also unser auch Chef ist ein Perverser, wisst ihr Bescheid jetzt. Er wollte auch ein Bye. Achso, er wollte auch ein Bye bye. So ach, die hast du dir auch nochmal gegönnt. Dabei just, haben wir noch welche. Took everything, Helena kann, bei sowas kann sie nicht Nein sagen. Schade. Ist aber auch geil, also für so Klos, wo andere Leute drauf gibt also es dann. Hier und das ist super. Denn jetzt haben wir doch alles wieder, ne? Ja, Batterien hätten wir noch. Der saß mit seinen Füßen okay. So hoch, wie so ein Pascha saß. Wo saß er denn? Im Office? Und dann habe ich so. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe aufs Plakat in dem Zimmer geguckt, ist er das? Aber ja. Es sieht gar nicht aus wie. Also wie sieht er denn aus? So alt aus. Der hat ja so eine Herzattacke und so. Der ist so ja fast gestorben und letztes Jahr. So komische Sachen in seinem Gesicht. Ganz komisch sieht er aus. Ja, der hat einen schlimme Herzanfälle immer wieder gehabt, der Typ. Ja, also das nächste Mal gehst du, wenn der da ist. Die Mitty war ja noch nicht mal da. Ich wusste ja gar nicht, dass er da ist. Ja, die Mitty ist nicht da. In so eine offene Falle reinrennen. Ich hab nicht dran gedacht. So verrückt. Die Sophie hat mir neulich gesagt, dass der Jeff da ist, aber ich hab's vergessen. Der Francis, der verrückte Franz. Wie sah der Franz aus? She looked like a ghost. Like yeah, guck mal, wie geil es hier ist. Lala, lala, lala. Gehen wir in den 29. Stock. Und die Ossi freut sich. Ossi, freust du dich? Putzi, putzi gehen. Gleich. Oh! Der Lappen, der
der Schwamm nicht geöffnet. Ja, das hier wurde gar nicht benutzt. Ja, mal gucken. Klo wird vollgepisst sein, schätze ich mal. Boah, aber Kühlschrank nicht angerührt, geil. Fenster sind verschmoddert, hier die Kissen auf dem Boden. Ach, Leute. Motherfucker. Boah. Zieh dir das mal rein. Guck mal. Diese kleine Wohnung bezahlen sie 115 Dollar und ja, dann denken sie sich auch, ja, also wenn ich hier 115 Dollar bezahle, um das hier zu säubern, um das, damit es gesäubert wird, ja, das wäre Schwachsinn, ne? Wenn sie dann noch hier sich irgendwie Mühe geben würden, ne? Das kann ich schon nachvollziehen. Schuhe aus, dass ich hier auf dem Sofa mit den dreckigen Schuhen komme. Aus. Oh. Das ist dein Aui, ne? Ist schon gut. Sieht schon gut aus, dein Aui. Na? Hast du Bock? Ja. Guck mal hier, what the hell? Aber hier, so ein bisschen Ginger Rush haben sie sich auch an die Orange. Ih, da haben sie bestimmt noch Wodka mitgemischt, hä? Ja. Na, also ich würde sagen, ich packe das jetzt alles mal hier in die Tüte rein und gehe nach Hause, weil... Vielleicht haben die gedacht, wir wollten das Pfand abgeben. Aber no. Das finde ich nett. Gar kein Bock drauf. Aber alle noch auch voll, ne? Ja. Dann sieht es doch, dann muss es ja eine Party gewesen sein, oder? Nicht eine Person. Ich trinke ja nicht so gern Alkohol, gell? Mir schmeckt das nicht. Hier finde ich total ekelhaft und. Also, ich weiß nicht. Alkohol ist nicht für mich. Immer mal, ne? Ich habe mal so eine Phase, da sauf ich mal gerne rein. Aber es stinkt ja auch so. Stinkt, schmeckt nicht, macht dumm im Kopf. Ist doch eigentlich ein ekelhaftes Nervengift, ne? Ist euch das überhaupt klar? Boah, jetzt tropft die Scheiße, ne? Die Scheiße tropft. Also, dann machen wir das so. Machen wir hier. Hier rein. Hier hinein. Ich muss mir hier gleich Schwarze nicht schleppen, glaube ich. Amerika, Amerika, Amerika ist wunderbar. Ja, ich liebe Amerika.
Schnitte sind nett. Die Amerikaner. Die Amerikaner-People sind so nett. Und überhaupt. Das Amerika ist ja wunderbar. Ist ja wunderbar, ist ja wunderbar. So. Let me see, one, two, three. What else? Ist ja wunderbar, der Amerika. Ja, schön. Schön. Ich muss Helena mal die Welt erklären. Ich muss Helena mal kurz das Leben an sich erklären. Ihr Lieben, ich muss jetzt meinen Mutterpflichten und meinen Putzfrauenpflichten nachkommen. Shakalaka, see you later. Amerika ist wunderbar. Boom. Ja, hi, ne? Ich bin wieder da, aber ich weiß gar nicht so recht, was ich hier erzählen soll heute. Ich habe irgendwie gar kein Thema, ne? Gar kein Thema. Was ich mal hier... Ich könnte euch mal erzählen von meinem Noni-Projekt. Das könnte ich mal erzählen. Also, ich weiß ja nicht, ne? Aber ich glaube, ihr habt vielleicht alle schon mal... davon gehört? Von Noni? Das ist so eine... Also es ist eine Frucht. Ja, also ich kenne die. Als ich mal in Deutschland gewohnt habe, habe ich immer sehr gerne das Dschungelcamp geguckt. Ne? Ich weiß, es ist total verpönt und oh, oh, oh und so weiter. Aber habe ich immer gerne geguckt. Und da haben die das gegessen. Und da haben die gesagt, das ist die Kotzfrucht. Ne? Ekelhaft. Also ich finde ja Kotze, ne? Ich bin ja Mutter und Großmutter mit Leib und Seele, ne? Aber womit ich gar nicht umgehen kann, ist Erbrochenes aller Art, ne? Also wenn die Kinder mal kotzen, die haben selten gekotzt. Ich konnte es gar nicht wegmachen, ne? Ich musste dann flüchten, weil... Nee, bei Kotze hat es auch dieser Geruch und so, ne? Ist einfach schlimm. Naja, auf jeden Fall habe ich immer gesagt, niemals in meinem ganzen Leben würde ich ja sowas zu mir nehmen. So, und dann auf einmal, vor 2 Jahren, glaube ich, fing das an. Da war da auf einmal so eine Pflanze in meinem Garten. Ich wusste gar nicht, was es ist, ne? Hab's aber wachsen lassen, das mache ich ja so. Ich lasse ja immer alles wachsen. Und ja, da war das auf jeden Fall, ist das jetzt ein kleiner Noni-Baum geworden. Da hängen auch schon ganz viele Früchte dran. So, jetzt habe ich schon rausgefunden, das ist für die alten Hawaiians. Ach Mann, ich habe ja anderen alles falsche Kissenbezüge, schrecklich, es nervt mich. Naja, die alten Hawaiians haben das auf jeden Fall, das ist eine Medizin für 101 Krankheit. Ja, so, total toll und... Ganz klasse, ne? Diese Kotzfrucht. So. Und dann habe ich noch gelesen, und dieser Baum, man sagt, er wächst nur dort, wo er wachsen will und so weiter und so fort. Da habe ich mich natürlich sehr geehrt gefühlt, dass dieser Baum in meinem Garten wachsen will. Da habe ich mich gefreut. So. Und jetzt warte ich. Ach ja, genau. Und dann wollte ich noch sagen, in der heutigen Zeit machen ja die Leute, habt ihr das schon auch schon mal gesehen, man fermentiert das. Man wartet, bis die Früchte schon... verrottet sind, dann würden die wohl so einen ganz ekelhaften Geruch ausströmen, so nach Käsesocken oder Kotze oder so. Ich werde es dann sehen, ich weiß es ja nicht. So, dann machen die in sterile Gläser, zuschrauben, in die Sonne stellen und lassen das fermentieren. Fermentieren, da hört es bei mir auf, das weiß ich, da kann ich nicht mit umgehen. So, außerdem habe ich mir aber natürlich auch noch, ich bin ja immer, wenn ich schon so Sachen mache, möchte ich das ja gerne so machen, wie die früher das gemacht haben, ne? Und früher gab es gar keine Gläser bei den alten Hawaiians. Also ich habe gelesen, diese Frucht wurde gegessen zu Hungersnotzeiten, ja, aber es ist eben auch eine medizinische Pflanze, ja. Deswegen habe ich mir vorgenommen, ich werde, wenn eine reif ist, also unreif habe ich sie schon probiert, habe ich auch schon Leute gesehen, die das so essen, ne? In unreif schmeckt es noch nichts quasi, aber es ist sehr hart und so stumpf und so, ne, so stumpf, das weiß ich nicht, hat mir jetzt nichts gegeben, so. Also... werde ich warten, bis die reif sind, also eine Frucht reif ist, und dann werde ich die einfach mal so essen und probieren, ne? Einfach mal gucken, wie das ist, wie mir das bekommt. Ich habe ja schon eine ganz tolle Erfahrung gemacht. Das muss ich jetzt... Warum lachst du? Die lacht mich aus. Warum lachst du? Wegen meiner tollen Erfahrung? Okay! Ich hab aber! Ich hab! Also... also, ihr Lieben! Ich muss das jetzt erzählen, ich kann mich hier nicht so verschwitzt auf das frisch bezogene Bett setzen. Ich kann aber auch nicht mehr stehen. Setze ich mich nicht, guck mal hier, igitt. Hier setze ich mich auch nicht hin, alles voller Haare, ist ja grauenhaft. Setze ich mich hier kurz hin, so. Also, der Mausi hatte Fieber
Und habe ich das schon erzählt? Vielleicht habe ich es auch schon erzählt. Auf jeden Fall habe ich ihn mit den Noni-Blättern abgerieben. Von oben bis unten. Die habe ich schon mit dem Tuch abgewischt, die Teppiche. Habe ich ihn abgerieben und das Fieber ging weg und die Blätter waren ganz heiß. Kopfschmerz weg. Nur von den Blättern. Also es ist eine Wunderpflanze. Das ist gar keine Frage. Und ja, genauso wie die Papaya. Ich habe jetzt auch wieder, heute habe ich es vergessen, muss ich noch machen. Ich trinke jetzt wieder immer aus den Papaya-Blättern diesen Saft, ne? Das ist einfach so, das tut so gut. Das ist so anregend für alles. Tut einfach super gut, ne? Und da ich ja jetzt nicht, ich ernähre mich ja wirklich nicht, ich ernähre mich ja jetzt nicht irgendwie so, wie ich mich ernähren möchte. Also ich esse immer noch viel Kacke zwischendurch. Süßes zum Beispiel, ne? Das ist immer sowas, da kann ich schlecht widerstehen. Aber es ist schon natürlich viel weniger als früher, ne? Aber ja, auf jeden Fall finde ich das immer einen ganz guten Ausgleich. Dieses, mein Papaya-Grünsaft da. Da mache ich ein bisschen Ingwer, ein bisschen Turmeric, also Kurkuma in Deutsch, ne? Und Papaya-Blätter, fertig. Ja, weil die Pflanzen sind ja, die Früchte sind ja nicht andauernd reif. Habe ich ja nicht andauernd, ne? Ach Mensch, was ist denn das? Was ist denn das? Ist doch alles Kacke hier. Ist doch alles Kacke. Ja, das... What the hell? Guck mal. Das ist doch scheiße. Mensch. Ja, nee, aber das ist doch von der frischen Wäsche. Oh. Keiner die frische Wäsche anfasst, ne? Naja, dann sieht das dann so gleich aus. Das sieht ja scheiße aus, Mensch. Weil die hier nicht gehen, weil die einfach dreckig sind. Das ist ja die Höhe ist das ja, ne? Naja. Ja, das war bei der Sack, den hat jemand in den Kofferraum geschmissen, weißt du, mit der frischen... Das ist der Nachteil an einer großen Familie. Die Leute machen so doofe Sachen, die mich richtig nerven. Ach ja. Naja, auf jeden Fall Noni, ne? Noni. Aloe habe ich ja auch ganz viel. Aber das zum Beispiel zum Essen, das habe ich mir früher, habe ich ja viele Smoothies mehr gemacht, das mache ich gerade gar nicht, habe ich keinen Bock drauf auf Smoothies. Da habe ich mir auch immer Aloe reingemacht, aber nee, ich mag gerade keine Smoothies. Also mache ich Aloe nur von außen auf die Haut. Nach dem Strand und so, ne? Oder in die Haare, ich habe mich auch von Kopf bis Fuß damit eingeschmiert, mit dem Gel. Das tut ganz gut, ne? Boah, das Bett wird so hässlich werden, Leute. Ich komme gar nicht mehr klar. Ich habe alles falsch dabei. Oh, das ist schwierig. Das ist schwierig für so eine Zwangsgestörte, jetzt das Bett so scheiße zu machen mit unpassenden Laken, Mensch. Ja. Ja, Essen. Weißt du, was ich heute koche? Lena? Also, ich koche Barbecue Chicken, Rotkraut und Kartoffelbrei. Lecker, ne? Das gibt's heute. Oder? Freue mich so darauf. Ich wollte schon gestern Abend, aber da war ich so müde. Es war so ein anstrengender Tag gestern. Da waren ja alle da gestern, ne? Volle Hütte. Wie schön es ist. Aloha, ey, aloha, ey.
gestern, die Nachbarin hatte mir so Edamame, was ist ein Edamame? Sind Kichererbsen, ne, in Deutsch, glaube ich. Hat mir so Edamame Spaghetti gebracht, ne? Die sind so grün und ja, die schmecken so ähnlich wie Vollkornnudeln, so ein bisschen kratzig im Hals. Und ich habe das einfach nur gemacht, weil ich die jetzt mal machen wollte und ich hatte Hunger und da habe ich gedacht, das geht schnell, ne? Habe ich die gemacht mit so einer Tomatensoße. Und er hat einen richtigen Hassanfall gekriegt, ey. Warte, jetzt muss ich erstmal hier. Er wieder, ne? Immer her. Drop off. Thank you. Okay. Hat einen Hassanfall gekriegt, weil er meint so, er hat einfach keinen Bock mehr. Weil neulich habe ich gekocht, aber das war so, das hat so geil geschmeckt. Curry und zwar mit. Da nehme ich auch das Kurkuma. Ich nehme nicht Currypulver, ich raspel Ingwer, ich raspel Kurkuma, ich mache da Chili-Zeug rein und so. Ne? Oh, das schmeckt so geil. Dann mit Kokosmilch, ne? Mit Brokkoli, auch mit Hühnchen, Brokkoli, Kokosmilch und so weiter. Ne? Das hat echt, es hat göttlich geschmeckt, göttlich. Ne? Und er hat, aber es hat ihm auch nicht, wusste ich nicht, dass ihm das nicht schmeckt. Auf jeden Fall, ja, neulich so eine grün-gelbe Soße, widerlich und jetzt grüne Nudeln. Ich verhungere, guck ich glaub, mal. Macht das Richtige? Was? Ja, ne? Ja, muss er. Also, er war, glaube ich, neu, er sucht noch. Ja, he better. Er weiß ja, was er macht. Und wenn, ist mir egal. Ja, die haben sie abgegeben, ich weiß es ja. Ja, he knows it. Ja. Ist das halt irgendwo wieder rausgekommen. Auf jeden Fall war er stinksauer, ey. Da ich glaube, das war Glenn's Sohn. Glenns? Wer ist denn der Glenn? Der Glenn, der Lee. So widerlich, wie kommst du denn da? Ein weißhaariger Opa? Nee, der war local vom Namen. Der da? Ja. Der sah aus wie ein. Ich weiß, ich dachte, es wäre der weiße Riese. Aber es war ein Local. Der weiße Riese. Mit Local Tattoos wie der Glenn. Mit Local Tattoos wie der Glenn. Sorry fürs Unterbrechen. Der Glenn. You have a nice day, thank you. Y'all don't even know about Glenn, y'all. Nee, soll ich euch mal vom Glenn erzählen? Und vor allen Dingen, aber erstmal will ich sagen, das Geilste ist, dass die Lena dachte, er heißt Len. Len. Er heißt Len. So wie ich. Wieso denn Len? Len. Aber ja. Hat jemand Len? Haben die Glen gesagt? Glen. Das ist der Glen. Ich dachte, wie Len? Ja, auf jeden Fall war das, wie alt war der? Der war ein Opa. Ein Opa, also so 50, sowas. Okay. Und das war am Flughafen bei ihrem Job, da hat die doch immer die Leute empfangen, ne? Da hat die für so eine Firma gearbeitet, die die Leute empfangen am Flughafen. Speedel Shuttle. Und dem dann noch Speedy Reader. I know. Auf jeden Fall fahren die dann auch noch die Leute zu den Hotels und zum Beedle Buddle. Mit dem Glenn. Und der Glenn war gewöhnt, dass alle Schlampen, die da arbeiten, ihm quasi den Pimmel lutschen. Ne? Eier ab. Die Eier lecken den ganzen Tag, aber die Lena ist da nicht so der Typ dafür, ne? Die macht das nicht. Und die waren noch 17, die waren noch so jung, hat die sich gedacht, was will der Opa von mir? Und die Lena war dann halt auch so, warst du frech? Ne? Warum hat denn der Willi den mal angerufen? Ne? Was hat er da gemacht? Because he yelled at me. Der hat die Lena angeschrien, ganz schlimm angeschrien. Die hat dann auch geweint. Obwohl sie gar nichts gemacht hat, ne? No. Ganz ekelhaft. Der war dann einfach sauer, weil die anderen Weiber. Ich meine, das muss man auch mal sagen, hier die Frauen sind schon krass, was Männer angeht. And also, he tried to punish me by sending me somewhere. Keiner war. Ja, aber man muss jetzt erstmal erklären, wie die Frauen hier auch sind, weil sonst versteht es ja kein Mensch. In Deutschland sind die Frauen nicht so. Da gibt es mal so eine Verhurte hier und da, aber hier ist es ja, das gehört ja zum Konzept, dass Frauen einfach, also wenn du ein Mann bist, hast du es hier echt gut. Yeah. Wenn du dann auch noch ein gut aussehender Mann bist, dann hast du es mega geil, ne? Aber ich meine, er war halt einfach der Chef, der war nicht gut aussehend, nichts. Aber sie waren halt alle so, dann bringen dem Essen mit und alles, ne? So richtig. So richtig, so geht's halt hier. Ne? Die Männer werden sehr umgarnt und sowas gibt's bei uns halt nicht. Und dann hat er die Lena immer angeschrien, ne? Dass der Willi auch sogar da mal anrufen musste. Mit dem Oberboss. Boss. Ja, mit dem Oberboss geredet und das war alles so krank. Und dann hat es irgendwann der Lena gereicht, ne? Dann hat sie einen richtigen Ausrasser. Was hast du gemacht? Hast sie ihm die Meinung auch gesagt, ne?
sagen richtig die Meinung, hat mir angeschrien und so. Wir sind ja nicht so, gell? Hier ist halt auch, was auch ein Ding ist, dass Jüngere zum Beispiel zu Älteren nichts sagen. Weil man hat ja die Älteren zu respektieren. Das ist hier so ein Gesetz, ja, aber das gilt für uns halt nicht. Wenn du blöd bist, bist du blöd, egal wie alt du bist, ne? Also finde ich auch. Ich habe meine Kinder auch noch nie so erzogen, weil ich das dumm finde. Also ich möchte schon, dass sie Respekt haben vor anderen Menschen oder andere Menschen respektieren sozusagen, ja, aber nicht, oh, du bist älter, du kannst mich behandeln wie Scheiße. Nee, mein Freund, das geht nicht. Na, da ist sie da ausgerastet und hat gesagt, so König hat sie auch gemacht. Und dann war aber natürlich, hinterher kam dann raus, dass sie schwanger war, ne? Da hat so ein bisschen Hormonstörungen gehabt und hat ein bisschen überreagiert, aber egal. Also das hat eh genervt, der Job. Hat sie ja gar kein Geld verdient, ne? Nix. Jeden Tag 8 Stunden am Flughafen stehen. Ich hab gar nicht überreagiert. Nee, stimmt. Hast auch nicht überreagiert. Naja, oder, aber ich glaube, durch die Schwangerschaft warst du halt noch viel krasser drauf so. Of course, it was the beginning. I didn't even know I was pregnant. I was like, what the fuck? Ich glaube, sonst hättest du es vielleicht anders gemacht. Hättest ihm schon auch die Meinung, aber nicht so, dass es dich selber so, du warst ja selber fix und fertig. Das war ja schlimm. Ich hatte Angst, zur Arbeit zu gehen, weil ich dachte, oh Gott, vielleicht ist er da. Ja, das war eigentlich Angst, Mobbing, mich auszuloggen, ob das dann okay ist, weil... Und ich musste die da immer abholen. Das ja, und dann hat er noch immer gesagt, nee, du bleibst jetzt noch so und so. Ich so, ja, meine Mutter wartet aber draußen. Ja, nee, du bleibst und da jetzt kann man ja nicht parken, du musst ja immer im Kreis fahren. Du bleibst jetzt noch ein paar Stunden, bis das zu Ende ist. Und alle anderen dürfen aber gehen, wann sie wollen. Ja, der hat gedacht, er könnte die Lena klein kriegen. Es gibt doch so Schwachsinnige. So, ich, darf ich jetzt hier rechts oder darf man gar nicht rechts? Dann fahre ich, ist egal, fahren wir einen anderen Weg, wir haben Zeit. Ich bin aber nervös, oder da durch. Was? Nee, aber hier geht's ja gerade nicht. Leute, fahren aber auch. Hättest du jetzt hier so rein oder? Egal, fahren wir weiter. Ja, wir haben ja eh Zeit. Ja, also ich kenne sowas früher von Lehrern, ne, die einen immer so fertig machen wollten. Da hat's ja schon angefangen. Und dann sage ich, fick dich, fette Fotze, was willst du, Mann? Sag mir nichts, fick dich, fette Fotze, mir egal, was hat du willst. Hat die wirklich schon gemacht, ne? Ey, was? Ich muss dazu sagen, es war eine freie Schule. Und da haben die ja alle Ausdrücke gesagt, ne, die Kinder, das war ja normal. Aber Lena knallhart, fick dich, fette Fotze, sagt sie. Oder auch Hure. Oder Hure, ne, fette Hure. War mir doch egal. Du nervst mich, willst mich provozieren. Und das war aber auch so. Ich meine, ganz ehrlich. Boss sein? Nee. Nee. Es war eine Freischule und diese Frau hatte offensichtlich Probleme damit, wie die Lena einfach war. Die konnte die Lena nicht so akzeptieren, wie sie ist. Und das war eigentlich ihr Problem, ne. Und dann hat sie immer wieder sich Sachen ausgedacht, um so zu piesacken. So wie man es eigentlich von der Regelschule kennt, ne? Ja, aber ich glaube, dann war auch Ruhe, ne? Ja. Nach fick dich fette Fotze war Ruhe. Ja. Oder fette Hure oder so, ne? Oder? War da Ruhe? So auf dem Sofa gehüpft. Ja, fick dich fette Hure. So waren meine Kinder, süß, ne? Ja, ja, ja. Aber dann war wirklich Ruhe. Ich glaube, sie kam auch noch nicht mal zu mir und hat das irgendwie besprechen wollen oder so, weil ich glaube, die wusste auch, dass sie es verdient hat. Ach, ich hätte hier lang, okay. Ja, na egal. Nee, hat sie verdient. Sie war eine widerliche Kuh. Sie hat ekelhafte Sachen gesagt, auch zu Lena. Ja, ist immer unfair behandelt. Ja, sehr unfair, weil die kam einfach nicht drauf klar, ne? Auf die Lena. Lena Hause. Also, das fand ich auch lächerlich, weil die Lena war eigentlich cool, so wie sie war. Wenn man nett zu ihr war, war die auch nett zu einem, also. Ja. Zu mir hat die sowas noch nie gesagt. Was hieß noch nie, noch nie. Auch nur ansatzweise sowas widerlich. Das hast du noch nie zu mir gesagt. Es war einfach verdient und Pech gehabt. So ist es. Hier jetzt rechts, gell? Ja. Ne? Okay. Aber wenn so Leute hier so blöd kommen die ganze Zeit, dann macht's Klick und dann kommen so Dinger raus. Ne? Das ist natürlich auch eine Hilflosigkeit. Deswegen wäre ich da auch gar nicht sauer, ne? Wenn Kinder sowas zu mir sagen würden, aber Kinder sagen sowas nicht zu mir, weil ich bin eigentlich nett zu Kindern. Ich mag Kinder wirklich. Ich mag sie auch so, wie sie sind, weißt du? Ich mag sie nicht, wenn sie fein, brav, gehorsam und angepasst sind, ne? Weil das sind gar keine Kinder. Kinder sind crazy, wenn man sie lässt. Die sind crazy und so lernen die, ne? Ist einfach so. Boah, ey, ob ihr es glaubt oder nicht, ne? Walmart, schon wieder wurde die Lena angelabert von einem schwarzen Mann.
Diesmal, das ist so einer, ich kenne ihn schon. Früher noch von Facebook, ganz groß. Stockschwul. Hat so dran gemachte Rasterdinger. Und als er sie schon mal mit Afro gesehen hat, hat er Love Your Hair. Aber heute, guck, weil die Haare sind ja so heute, ne, so trocken und fürs Putzen halt nicht so gemacht, ne? So, und er so, da sagt er so, was hat er gesagt? I can help you with that. Oder so. Ja, und dann, das ist die Karte noch, ja, ne? Hat er die Karte gegeben? Er hat in Colina, das ist da, wo nur Millionäre sind, ja, so richtig lächerlich. Da hat er einen Salon und da könnte die Lena ja mal, oh, I take care of that, hat er gesagt, ne? Make it look right. I make it look right, ne? Also ob es nicht right looked, also was will er denn? How are you to judge my hair, motherfucker? Ja, seine Haare sind noch nicht mal seine Haare, weißt du, wie ich meine? Und dann, ich kenne ihn ja von Facebook, der macht den Frauen hier dieses Perm. Diese Chemie, was die Haare glatt macht und total kaputt und so eine Scheiße macht er, was will er überhaupt, ja? Also wir kennen uns doch mit Natural Hair viel besser aus, like, nicht if wahr? You, if you can do like weave, you can make me some weave sometime, like maybe some braids or something. Ja, aber nach Colina, das lässt man sich von jemandem privat machen, also da geht man auch nicht in den Salon. Wir sind ja hier, habe ich ja auch, dann habe ich so gesagt, oh, you do it for free? Also machst du umsonst, ne? Hat er so empört geguckt, so, like, bitch, who are you? Und dann so, no, I don't go for free, hat er gesagt. Und dann, But I give you discount. Ja, discount. So hat er mit der Lena so, lalala. Und bei mir, mich hat er so richtig angewidert, angeguckt. White bitch. Ja, white bitch. You ask me, do it for free. Naja, war lustig, auf jeden Fall. Und dann so ganz arrogant halt. Mit so einem Hündchen auf dem Arm. That's so over, like, who so does that with a little dog? Das ist halt in Hawaii. That? Hawaii ist so. Shit. Ja, auf jeden Fall lächerlich. Die Lena kann sich um ihre Haare selber kümmern. Die hat immer die tollsten Haarprodukte. Hier, die Madame. Ne? Und wenn sie solche Locken will, solche Korkenzieherlocken, dann macht sie sich die, ne? Wenn sie halt putzen geht, ne? Ich finde also ich finde für so eine olle Putzfrau sieht sie doch eigentlich ganz gut aus, ne? Also. Und? Und ich habe gesagt, wir sind broke as fuck, wir haben wie kein Geld für sowas. For free? No. Who are you? Den Blick hättet ihr mal sehen sollen, wie es mich angeguckt hat, gell? Ja. So ein langen Maul. Ja, so ein langes Maul. What? No. You heard me, bitch. Yeah. If it ain't free, I'm not interested. Bye. Ja, ich wollte dann auch noch sagen, aber der hat mir dazwischen geredet. Ich wollte auch noch schön sagen, ja, you can give us the car, but we're not on come. We don't have money for this kind of shit. Yeah. Aber da war er schon, er war richtig empört. Aber ich find's lustig. Oh, ich krieg's dazu, mach mal. Ich find das manchmal lustig, Leuten auf den Sack zu gehen. In dem, wo wir da putzen, in dem Royal Cohio, ne, ist auch so ein Schickimicki-Ding, ne, da sitzt da immer so ein Mann. Der muss da aufpassen auf alles, ne? So ein Mann, der musste mir auch schon mal helfen. Er war so genervt, er musste, weil ich den Schlüssel, das war halt pipapo, ging halt nicht, musste er mir helfen. Da hat er schon so und hat mir dann geholfen, so ganz widerwillig. Und er versucht, was denn? Er versucht immer zu ignorieren. I've been there for a while and I haven't said anything. Ja, danke schön. Was war's denn? Just a aber nicht sticker, ein Tier. Ja, das ist mir doch gar ein Sticker. Solange es keine Insekten sind, ist mir das yeah, egal. Ja, I've been looking at it the whole ride and I don't say anything. Bye bye. Ja, auf jeden Fall habe ich ihn gezwungen. Ich habe dann so, bye! Und dann hat es erst so einen Moment und dann so, bye. Und guckt einen noch nicht mal an. Guckt so weg. Bye. Warum musste der mich jetzt angrinsen? Ah ja, alle müssen die Lena angrinsen, weil die Lena hat so schöne Hupen. Wow, okay, die kann man noch hier gar nicht sehen. Die sehen das, glaub mir, die sehen das. Die sehen die Hupen und dieses Gesicht. I. Ja, nix I, die sagt okay. I, weil sie ist so unverschämt. Okay, das Gesicht. Unverschämt, undankbar, schrecklich. Das verwahrloste Gesicht. Das verwahrloste Quellgesicht. Oh, ja, so. Aushalten. Ne? Die ganze Fresse. Ich. Das bin ich. Das ist der goldige Herr. Kann man den gut erkennen? Das ist er. Papa Auto. Ist das Papas Auto? Ja. Ja.
dich jetzt mal rein. So, ist das heiß. Und jetzt, Ossi, du erschreckst dich jetzt bestimmt ein bisschen, weil... Oh Gott, ich mach mal die Tür zu. Nee, komm ich nicht dran. Komm ich jetzt nicht dran. Okay, ich mach's jetzt an, die Kacke. Pass auf. So sieht das hier drinnen, guck mal, diese kleinen Fensterchen und dieses, ich bin hier so, ne? Also mir kommt schon gar nicht mehr so laut vor wie beim ersten Mal. Ich bin jetzt schon, man rechnet dann schon mit, das Gehirn, ne, beim ersten Mal, ich hab gedacht, what the hell is going on? Wissen wir das jetzt? Lustig. Ist das lustig? Findest du lustig hier zu sitzen? Soll ich nochmal holen? Ja, merkst du es? Wenn ich so mache, ja, wenn ich ein bisschen aufs Gas, dann wackelt das Auto. Ich spüre das. Kranke Scheiße. So, und jetzt schwitzen wir aber auch. Und ich glaube, das reicht. Ne? Jetzt haben wir es ja einmal angemacht. Das muss ja reichen, oder, Ossi? Gehen wir jetzt wieder rein? Komm. Komm raus. Na klar, wir gehen wieder zur Mama. Komm. Was willst du denn da drin? Zumachen? Da erstickst du, das ist viel zu heiß, Baby. Komm. Komm, mein Schnucki. Hier, ja, Transformers. Also es ist wirklich so ein kleines Kinderspielzeug, ne, glaube ich. Hand. Heiß. Heiß, willst du auf den Arm? Ist dir der Boden zu heiß? Ja. Okay. Nein. Was? Papa, Auto. Papas Auto? Ja. Ist das schön? Papa. Ist das ein schönes Auto? Ist das laut? Guck mal hier. Die Mandarinen mag. Ey, Carlos, hör auf den Schmetterling. Oh, guck mal, sie tanzen. Ich hab sie lieb. Ach, die bringe ich, diese, da hat die Joanne gebracht. Das bringe ich in die Wohnung. Das bringe ich. Das hat die, irgendjemand hatte einen Store und hat das jetzt aufgegeben, packt das wieder rein. Ich will das mit in die Wohnung nehmen. Huch, Baby, sorry. Oh, hier sieht es schon ja aus, wie es halt aussieht, ne? Oh, ja.